Also besser kann eine Folge gar nicht starten. Ich meine, es kommt mal wieder der Mario Raceway. Und Leute, ich würde wirklich behaupten, dass die Strecke mittlerweile vielleicht sogar schon die häufigste ist, die wir spielen. Also die Bowser 3 Strecke, wie auch immer die hieß, also die Retro-Strecke, die eine, die war immer relativ gefühlt in jedem Part fast dran, oder jeden zweiten Part. Das hat mittlerweile der Mario Raceway übernommen und oh 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 oh. Ja, bitte kürze ab, dann kann er mich in Ruhe lassen. Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Mario Kart Wii Online. Heute mit einem wichtigen Thema, by the way, denn ich habe gesehen, wir sind schon bald bei den 150 Folgen. Und ja, ihr wisst, was das heißt. Richtig, das nächste Best-of, das steht schon bald an. Also ja gut, das letzte ist jetzt nicht so lange her, das liegt aber auch daran, weil ich mir relativ viel Zeit gelassen habe. Also ich hätte das ja schon vor einem halben Jahr locker machen können, sogar ein bisschen länger her. Aber habe es dann irgendwie nie gemacht und dann ist es halt eben ein Projekt geworden, kurz vor Ende des Jahres. Im Dezember, also Spätdezember. Ist übrigens auch relativ gut angekommen. By the way, die Mario Kart Best-ofs sind auch dann jetzt mittlerweile immer meine Kanal-Trailer. Deswegen, ich glaube, auch bei dem würde ich mir wieder ein bisschen Zeit lassen, damit erstmal das andere ein bisschen besser ankommt. Weil nicht zu vergessen, es ist halt für mich wie ein Kanal-Trailer. Da sieht man eigentlich, was mich irgendwie ausmacht. Treffer von blauen Panzern sind da eher weniger ein Ding, weil die sehe ich halt meistens nie. Der Kopfhörer spinnt bei mir gerade. Oh, das hat so gerade richtig geraschelt. Ich glaube... Mir... Na, Mann! Ich kann aber gerade nicht abbremsen. Ich muss kurz die nächste gerade Kurve usen. Damit ich das kurz fixen kann, weil das ist mega laut. Das war so ein Krächzen gerade, so ein richtig widerliches. Okay, ich glaube, jetzt hat es sich stabilisiert. Ich kann das gerade schwer sagen, wie sich das angehört hat. Das war so ein... Und das jetzt aber in, glaube ich, fünfmal höherer Lautstärke. Boah, hat das gerade gezwiebelt. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen davon. Okay, Leute, aber das wird scheinbar ein erster Platz. Ja, was ich eigentlich von dem Best-of ansprechen wollte, machen wir halt im nächsten Rennen. Das war sowieso gerade ein bisschen unspektakulärer. Kommt da jetzt wirklich einer mit Kugelwilli? Okay, der ist aber weg. Nice! Die Runde gefällt mir. Direkt meinen schönen ersten Platz geholt. Plus 25. Ach so. Ich dachte so, vielleicht 7000 sind auch drin, aber ne. Sind alle tatsächlich in meiner Liga und es geht so weiter. Tatsächlich, Leute. Wir sind wieder nur die vier Leute. Gut. Ich meine, umso besser kann ich erklären. Außer es kommt jetzt wieder dieses Krächzgeräusch. Dann kriege ich wahrscheinlich wieder nur Gänsehaut und kann nicht kommentieren. Ne, wird schon nicht passieren. Also, was ich zu den Best-ofs sagen wollte. Weil, ich wollte einfach mal fragen, was würdet ihr bei dem nächsten Best-of gerne eigentlich sehen wollen oder vermehrt sehen wollen? Weil in der Regel ist ja ein Best-of in Mario Kart eigentlich ein Zusammenschnitt aus manchen Skills und vielen Fails, weil das macht halt Mario Kart aus. Wollen wir nicht diskutieren. Also Mario Kart lebt halt davon, dass halt der größte Abfuck überhaupt kommen kann zu jeder Zeit. Und das wird in den Best-ofs natürlich auch eindeutig, immer erkenntlicher, weil da sind Sachen dabei gewesen, wo glaube ich vielleicht der ein oder andere dachte... Wie geht das? Und das ist halt echt so. Angefangen von irgendwelchen Stellen, wo man runterfahren kann, was ich nicht wusste. Wie bei der Brücke auf DK Jungle. Wahrscheinlich ging das eh schon immer, aber für mich war das absolut neu, weil das hatte ich halt noch nie geschafft. Oder halt so eine Sache, dass der Kugelwilli einfach rückwärts fährt, gefühlt, oder genau in mich reinlenkt, um irgendeine Kurve zu packen. Und das sah einfach wirklich komisch aus, weil ich dachte, der fährt einfach nur zurück, um mich abzufacken. Ja, und deswegen die Frage an euch, also, was würdet ihr gerne im nächsten Best-of mehr sehen? Also ein bisschen mehr noch Schneidekunst in die Richtung Memes und sowas, weil sind ja auch immer wieder ein paar drin. Ich meine, was ich auf alle Fälle machen werde, ist die Folgen einblenden, also einblenden, ich schreibe hin, in welcher Folge das passiert ist. Ob ich dann nur einfach schreibe, Folge 100 irgendwas oder Folge 110 Rennen 2, keine Ahnung, das halt noch spezifischer ist, das werde ich noch entscheiden, ne? Aber mir geht es halt vorrangig darum, erstmal mehr Memes oder passt das so aktuell, wie es ist? Ich meine, im letzten waren es, glaube ich, 5 oder 6 Stück oder so. Also, by the way, die meisten Memes... Nein, verdammt. Wobei, nee, das ist gut, das ist gut. Werde ich nämlich jetzt wieder... Schön erster, weil ich kann nicht abgebremst werden. Nice! Dass ich mich mal über eine Wolke freue. Unglaublich. Ne, also beim letzten waren 6 Memes, glaube ich, also vor allem das mit dem Videobeweis am Schluss. Boah, das ist mir erst so am Schluss eingefallen, weil ich habe ein Ende gesucht und ja, dann kam mir irgendwie die Idee. Bei mir sind es meistens immer spontane Ideen. Aber ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr beim nächsten sehen wollt. Vielleicht auch Memes, könnt ihr mir gerne reinschreiben.
Ja, Leute, weil wir schon von Memes reden, ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Da könnte ich auch ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich habe ja selber kein TikTok, okay? Ja, ich gebe es zu, ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber TikTok ist halt nicht meins. Was ich dafür mehr gucke, ist YouTube Shorts. Ich mache selber welche, einige, immer wieder mal. Oder Instagram Reels. Und Instagram Reels ist ja so ziemlich mein TikTok-Ersatz. Also, kommt oft vor, dass ich mal in der Nacht mir so 2 Stunden Reels reinziehe. Ganz egal, ob ich die schon gesehen habe oder nicht, aber da sind oftmals so cooler Stuff dabei von den Memes auch. Ja, und die mache ich mir dann meistens zunutze. Und die könnte ich natürlich auch in so ein Best-of einbauen. Weil ich habe richtig viel abgespeichert, also. Ich habe einmal, also vor allem, ein richtig guter Meme erkenne ich eigentlich in der Hinsicht, wenn er mich eine Minute zum Lachen bringt. Vor allem, wenn es so Sachen ist, die einfach unexpected kommen. Wo du dir so nichts denkst und auf einmal ganz am Schluss kommt was, womit du überhaupt nicht rechnest. Deswegen, es wird auch keinen überraschen, gibt ja diese Unusual Meme Compilations auf YouTube, dass mich die eigentlich auch immer sehr gut unterhalten. Vor allem, wenn die Videos immer so abrupt enden und du denkst so, what the hell. Und dann musst du einfach anfangen zu lachen. Ja, ja, Memes sind eine schöne Sache. Vor allem, wenn es so Sachen sind wie Orange Cats Activities. Weil orange Katzen sich denken, YOLO, ich bin hyperaktiv. Und wieder mal Erster geworden. Ey, könnte das heute mal ein Perfect Match werden? Allgemein, also in die Richtung... Hey, die hängen da gerade alle irgendwie fest. Die haben sich gegenseitig verunfallt. Was ist denn da passiert? Ja, wieder 25 Pluspunkte. Ey, das könnte heute wirklich ein Perfect Match werden. 5 Rennen, 5-mal Erster. Okay, soweit ist es halt leider noch nicht. Ja, natürlich, wenn ich gerade die Chance habe, so oft Erster zu werden, dann muss ich sofort die Kumu-Weide wählen und sie kommt auch dran. Leider, von den 5 Leuten, die gerade drin sind, haben 2 Rainbow Rogue gewählt. Deswegen, ich befürchte Böses fürs Letzte. Also seid nicht überrascht, wenn dann eine Rainbow Rogue kommt. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber Leute, ey, wie geil wäre das bitte? Ich glaube, also 3-mal Erster bin ich sicher schon irgendwann mal geworden in der Folge. Könnte sein, falls nicht, ist das auch eine Premiere. 4-mal glaube ich noch nie. Also hätte ich jetzt nichts im Kopf. Und deswegen, Leute, ich gebe mir auf alle Fälle Mühe, weil das will ich auf alle Fälle reißen. Ne? Ich gebe schon mal die Abkürzung. Das war nicht gut. Aber er fährt zum Glück rein in meinen Panzer. Vor allem spätestens bei der Rainbow Road ist dann eh Game Over. Ich brauche wieder eine Wolke zum Schluss, die mich wirklich saved. Aber die eine war ja wirklich geil. Ja, also man kann sich auch die Wolke gut zu Nutzen machen. Na komm, ich nutze gleich. Nur hinter mir sind grüne Panzer! Scheiße. Ja gut, das war zum Scheitern verurteilt. Ja genau, jetzt kommt der sogar noch... Der will den Windschatten haben. Glaubst aber auch nur du. Nein, ich habe Item wieder nicht genommen. Okay, jetzt wird's schwierig. Die beiden sind gerade wirklich weit... Du Arsch, Alter, was soll das denn? Ich hätte das nicht sagen dürfen. Ich hätte das einfach nicht sagen dürfen. Powerblock. Was? Okay, Leute, das war's mit dem ersten Platz. Also nix Perfect Match. Ja, der Bowser bleibt hängen. Ey, das war nicht gut. Ich habe die extra gewählt. Nur damit ich vielleicht absahne. Und dann werde ich so komplett vernichtet. Da ist noch eine Bombe. Ja, ich werde nur Vierter. Mann! Böses Omen hat zugeschlagen. Auf einmal minus 43, was ist denn das denn? Okay, ein Rennen bleibt trotzdem noch Zeit für den Rekord. Oh no. Oh mein Gott. Das wird schwierig. Also gegen den 7000er, das wird eine richtige Konkurrenz. Aber was soll's. Mehr als Mühe geben kann ich mir nicht. Der Mr. Wonder, Japan, was auch immer. Ich kann nicht Japanisch, deswegen. Wobei, das T, das erste Zeichen kenne ich tatsächlich. Ich weiß halt nicht, wie man es ausspricht, aber ich kenn's. Ich muss gerade überlegen, woher. Also ich habe es schon mal gesehen. An der Stelle, ich befasse mich mit japanischen Zeichen kaum, aber dieses T kommt mir bekannt vor. Ich bin gerade wirklich am überlegen, woher. Ah, ich hab's schon. Ehemalige YouTube-Kollegin Lea. Ich glaube, wie ist das E-Sport-Ding, was sie da mal gegründet hatte? Tengu. Genau da war das T hier. Jetzt macht Sinn. Vielleicht spricht man das Ding auch Tengu aus, man weiß ja gar nicht. Oder Tengen, keine Ahnung. Das wisst ihr wahrscheinlich besser.
An der Stelle, ich habe nicht vor, Japanisch zu lernen. Sage ich gleich. Ist mir ein bisschen zu complicated. Vor allem, ich bin ja auch kein Sprachencoach. Da ist aber jemand bei mir in der Arbeit ein absoluter Held. Also, ich weiß nicht genau, was der alles spricht, aber gefühlt spricht er irgendwie 7 oder 8 Sprachen fließend. Beziehungsweise er versteht alles. Oder wenn man ihn fragt, was das und das heißt, weiß der immer alles Bescheid. Also, ganz egal, ob es jetzt... An der Stelle, der kann fließend Schwedisch. Das, nein! Fuck. Fuck! Ich wollte gerade sagen, er kann fließend Schwedisch. Das freut mich natürlich ganz besonders. Da kann ich nämlich gut lernen. Beziehungsweise ist er mit mir einmal schon ein bisschen Schwedisch durchgegangen. Ich war natürlich absolut lost, also nicht so gut wie er, aber... Oh. Man kann es einmal probieren und die Wolke war absolut unnötig. Warum sind da... Ach lol, der eine fährt da die ganze Zeit nur rumblöd. Ich habe mich vorher nämlich schon gewundert. Der fährt da am Start nämlich nur die ganze Zeit lang. Ah, jetzt ist er weg. Wahrscheinlich hat er einen Disconnect angezeigt bekommen. Ich glaube ja, also bei Mario Kart 8 Deluxe ist das so, wenn man abbremst oder stehen bleibt. Du kannst eigentlich gar nicht stehen bleiben, weil das Kart gibt Auto oder das Bike gibt automatisch Gas tatsächlich in Mario Kart 8 Deluxe. So habe ich zumindest in Erinnerung. In Wii, glaube ich, wirst du gleich direkt rausgeschmissen, wenn du einfach nur stehen bleibst. Und wenn die halt, und wenn das Spiel halt merkt, du bist, glaube ich, eine gewisse Zeit in Runde 1 stecken geblieben, dann schmeißt es sich auch raus. Also da ist schon ein Algorithmus hinter dabei. Und diese Wolke ist ja schon wieder frech. Ja, egal, die sind alle im Ziel. Wird es halt nochmal ein dritter Platz. Schade. Ja, an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wir könnten eine perfekte Folge hinkriegen, war es dann leider Geschichte. Gut, Leute. Kurz, chillig, knackig und vor allem halt, ja, mal wenig Leute. Passiert ab und zu. Im nächsten Rennen wird es hoffentlich besser. Bis dahin. Ciao, ciao.